Ja, wir sind auf zwei Werbungen aufmerksam gemacht worden: Restposten Großhandel und Handy Großhandel. Restposten Großhandel, jede Menge Dosen. Verweist seltsamerweise auf gewerblichhandeln.de statt auf Restposten irgendwas. Okay. Dann nehmen wir uns mal die Restposten ein zweites Mal vor. Beides identisch gewerblichhandeln.de. Das sieht jetzt erstmal nicht so verdächtig aus. Schauen wir uns mal die Handy Großhandel an, wo das hingeht. Ebenfalls auf gewerblichhandeln.de. Zwei Werbungen, zwar unterschiedliche mit einem und demselben Ziel, ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Wir klicken ein zweites Mal auf die Handy Großhandel und landen auf Handy Großhandel statt auf gewerblich. 1 Handy Großhandel.de statt gewerblichhandeln.de. Wir schauen uns noch ein zweites Mal die Restposten Großhandel an. Nicht mehr gewerblich handeln, sondern Postenausverkauf. Ein unscheinbares Block ohne Inhalt. Was bedeutet das? Gut, wir schauen mal nach, was da passiert ist. Fündig werden wir mit Sicherheit bei den Cookies. Da haben wir die 1 Handy Großhandel als Cookie. Gestartet am 13. September. Das ist ziemlich genau unsere Zeit. Und läuft bis zum 13. September 2013. Also 365 Tage. Schauen wir uns den Postenausverkauf auch mal an. Auch hier 21,39 und es läuft bis 2013. Gut, wir entfernen das Cookie mal. Das Handy-Cookie auch. Und da ist noch ein www-Postenausverkauf. Den werden wir auch mal weglöschen. Und schließen mal die. Laden wir es nochmal. Und schon kommen wir wieder auf gewerblichhandeln.de. Bei Handy-Großhandel. Wieder auf gewerblichhandeln.de. Ein zweites Mal auf den Restposten-Großhandel. Wieder auf gewerblichhandeln.de. Ein zweites Mal auf Handy-Großhandel. Kommen wir auf 1-Handy-Großhandel.de. Also es ist reproduzierbar, dieses Phänomen. Restposten-Großhandel, auch nochmal Postenausverkauf. Also zweimal auf Restposten-Großhandel, einmal auf Handy Großhandel, um dann nicht mehr auf Restpostenhandeln.de zu kommen. Jetzt machen wir mal die überschüssigen Seiten zu. Ach, die Cookies sollten wir uns nochmal anschauen. Die müssten ja jetzt auch wieder da sein. Und wieder ein Handy Großhandel von 21,41. Was unsere Zeit ist, und Postenausverkauf auch von 21,41. Wer steckt dahinter? Gewerblichhandeln.de. Dafür gibt es die DENIC. Dort werden die deutschen Domains registriert. Da schauen wir mal an, was bei der Registrierung an Daten, an Eigentümerdaten hinterlegt wurden. Für die gewerblichhandeln.de ist es der Thomas Wachsmuth, der Melango.de. Melango.de, ein alter Bekannter aus Chemnitz. Melango.de schauen wir uns mal an, wie die aussieht. Seltsamerweise genauso wie die gewerblichhandeln.de. Welches Interesse hat eine renommierte Firma, verschiedene URLs zu nutzen, wenn sie doch nichts zu verbergen hat? Melango.de, beides identisch. Melango schauen wir auch nochmal. Gewerblich handeln, Thomas Wachsmuth, Melango.de. Gucken wir uns auch nochmal die 1 Handy Großhandel im DENIC an.
Und auch hier wieder Thomas Wachsmuth, der Melango.de GmbH in Chemnitz, Handy, Großhandel.de, nochmal zum Vergleich. Die Posten ausverkauft, der Vollständigkeit halber auch nochmal untersucht. Ja, auch hier wieder Thomas Wachsmuth, der Melango.de, Postenausverkauf.de. Und das Ganze nur durch Facebook-Werbung mit verschiedenen Werbeschalten.